Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Wie ihr sehen könnt, regiert nach wie vor der Regen. Und im richtig fiesen Siffwetter müssen unsere armen Schweine jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass die Kirche gebaut wird. Eieiei. Nee, ich beneide die gerade echt nicht. Vor allem, weil sie jetzt hier auch noch ein Lagerhaus zusammenbasteln müssen. Das ein bisschen wichtiger ist als alles andere. Ich hoffe mal, sie kriegen es hin. Oh Mann. Ja, aber ich glaube mal, dass das hier oben. Dein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Okay, das ist gut, weil wir brauchen das Zeug ja sowieso. Meh. Ja, meh. Würde ich auch sagen. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine unglaubliche Menge an Holz. Nee, an Planken. Okay. Das wird schon noch. Das wird schon noch, Leute. So, jetzt gucken wir doch mal, wie das mit dem Lagerhaus hier aussieht. Haben wir denn da überhaupt genügend Leute drin? Oh, hier könnten wir auch noch einen reinstecken. Mensch. Okay, wie viele Arbeitslose haben wir denn im Moment? Muss ich mal gucken. Keinen mehr. Okay. Ja, das wäre dann auch mal wieder Zeit für etwas mehr Zuwanderung. Zumindest scheint aber die Essenssache jetzt gerade einigermaßen zu funktionieren. Hoffe ich, denn wir haben genügend Fisch auf Vorrat. Kam jetzt auch gut Fisch rein. Also da können wir jetzt nicht meckern. 18 Käse wurde auch verkauft. Es nimmt so langsam auch ein bisschen mehr Käse an, glaube ich. Allein dadurch, dass wir jetzt hier einen zweiten Milchbauernhof haben. Soll ich jetzt schon wieder Leute befördern? Oh Gott, wie viele sollen das denn jetzt werden hier? Brauche ich denn unbedingt Bürger? Ich weiß nicht, das sind immer die mit den vielen Ansprüchen. Ach Gott. Aber gut, den könnte ich jetzt mal befördern, weil Level 5. Also alle Leute, die sich reinhängen, die werden befördert. Level 4 ist gut. So, aber mehr ist nicht. So, Leute, fertig. Ich guck mal bei meinen Militärmissionen, ob sich da irgendwas getan hat. Ob ich hier irgendwo wen hinschicken kann. Schwer weit entfernt. Nee, lass mal. Das klingt jetzt sehr ungesund. Und hier haben wir noch jemanden, der fertig ausgebildet werden sollte. Wir haben hier echt Leute, die Stärke 6 sind. Finde ich echt nicht übel. Und zwei Neulinge, die hier noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich frage mich, ob sich das dann halt irgendwann mal ändert. Also, ob ich die. Ah, okay. Ah, okay. Ich kann sie zu Soldaten machen, oder was? Neuling Petrosilia. Also, ich glaube mal, ich werde die jetzt hier erstmal befördern. Ja, nee, nee, Quatsch, ich kann die ja gar nicht befördern. Die sind immer noch Neulinge. Warum heißen die immer Neuling? Also, das System verstehe ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber die ist jetzt auch bald fertig. Cool. Aber wir haben hier einen Soldaten mit Stärke 3, der richtig krass drauf ist. Also, Level 3, der hat Stärke 8. Und wenn sie mit Level 2 vollständig ausgebildet sind. Hä? What? Wieso bist denn du jetzt wieder ungeübt? Hä? Also ich verstehe das System nicht. Hä? Habe ich dir dein Schwert weggenommen oder was? Okay, das raff ich jetzt nicht. Irgendwas stimmt da noch nicht so recht. Egal. Gucken wir mal, wie es hiermit aussieht. Es geht voran. Okay, wir müssen noch ein bisschen Holz, ein bisschen Stein holen. Was ist denn hier los? Low? Ah ja, okay. Stein und Woodcutter und so. Ja, gut, das ist jetzt nichts Wildes. Ihr habt halt einfach zu viel Ressourcen gerade. Die werden wir aber eh noch brauchen. Also stellt euch mal nicht so an. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Einwanderung wieder hochstellen. Denn ich brauche Leute, die hier brav für mich arbeiten. So. Ja, das wird ja hier. Planken haben wir zumindest kein Problem. Planken sind immer genug da. Oh Mann. Und hier sind 97% der Leute zufrieden. Ich finde das echt gut. Schöne Sache. Oh, und hier sehe ich dann auch die Einnahmen. Zwar nur 10 sind Einnahmen und 140 sind Ausgaben. Das kriegen wir aber auch hin. Also. Und 6 Dorfbewohner müssen noch in die Kirche. Aber wie gut, dass wir jetzt hier eine neue bauen, denn
die wird uns einen Mega-Boost geben für die Umgebung. Und hier können wir dann auch ordentlich noch Häuschen und so erlauben. Gucken wir doch mal. Ja. Hier dürfen gerne neue Leute einziehen. Da haben wir nichts dagegen. Und hier können wir dann den nächsten Stein-Dingsbums hinsetzen. Also den nächsten, wie heißt das? Steinschneider? Weiß ich gar nicht mehr. Und Steinbruch. Oh Gott, schlimm. Also mein Deutsch war schon mal besser. Definitiv Steinbruch. Welches wird denn ausgebaut? Ah, okay, hier wird ausgebaut. Die Leute hier wünschen sich ein bisschen mehr Spaß. Okay, verstehe ich. Vielleicht wird es ja dann auch gleich so ein schickes hier. Cool. Außerdem, wir haben ja die Umgebung aufgehübscht. Wir haben ja ordentlich Blümchen und so weiter verteilt. Ich denke mal, das hat auch ein bisschen geholfen. Oh, guckt mal hier. Drei Bauern, die dieses Ding hier mega fett betreuen. Es ist echt der Wahnsinn. Okay, doch, es läuft. Definitiv. Kann man sich nicht drüber beschweren. Und hier wird Milch abgeholt. Und hier ist Milch gelagert. Die muss einfach nur irgendwo hingebracht werden. Und wo gehst du jetzt gerade hin? Was trägst du hier? Ah, die hat Milch abgeliefert. Da kann dann die Käserei mal wieder ordentlich werkeln. Das ist natürlich sehr schön. Finde ich gut. Kann man nicht genug haben. Also mal schauen, ob ich jetzt hier mit zwei Milchbauern zur Rande komme, die jeweils sechs Kühe haben. Hier ist, denke ich, also hier ist genügend Milch übrig. Ja, also das sollte auf jeden Fall die Versorgung verbessern. Dauert halt immer ein bisschen, bis der Käse dann auch wirklich fertig ist. So, wie schaut's denn hier aus? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Turbo. Dann müssen wir hoffentlich auch nicht ewig das schlechte Wetter angucken. Okay, zwei neue Leute haben wir. Die brauchen wir auf jeden Fall dann auch hier für die also für diese Baustelle, für das Lager. So. Gucken wir doch mal. Und hier wird ordentlich abgeerntet. Das Schlimme daran finde ich, dass das Geräusch immer so ein bisschen wie beim Schneider ist. Also als würden die mit großen Scheren jetzt aufs Feld laufen. Und da eben... Ja, ich weiß nicht, das Korn abschneiden, das ist, so funktioniert das nicht, Leute. Ah, okay. Aber ey, es geht voran, unser Lagerhaus wächst und gedeiht, das ist natürlich auch schon mal schön. Sehr gut. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen zweiten Plankenproduzenten hinsetzen oder so. Oder einen zweiten, ja, was soll ich sagen, nochmal einen zweiten Steinmetz oder so. Müssen wir mal gucken, wie viel Steine wir produzieren. Boah, wie lange dauert denn das schlechte Wetter? Das ist echt der Wahnsinn. Das ist mal eine richtig fiese Schlechtwetterphase hier. Okay, Lagerhaus ist fertig, das ist gut. Da können wir dann gleich mal zwei Leute reinsetzen. Und ich gucke jetzt mal, dass wir hier zumindest Holz reinlagern. Dann beschwert er sich nicht permanent drüber, dass er so viel Zeug in seinem Shit drin hat, also in seinem Laden. So. Oh, ich will gar nicht wissen, was das für einen Ertrag gäbe, wenn wir hier wirklich kein schlechtes Wetter mehr hätten. Also es sieht schon... Boah, Alter. Also trotz miesem Wetter kommt hier doch einiges bei rum. Kann man nicht meckern. So, die ersten Haufen werden hier reingeballert. Jupp. Oh, 50 Holz. So, jetzt habt ihr wieder Platz, Leute. 93! Oh, leck, okay. Also ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Plankenhersteller. Kann sich nicht schaden. Muss ich mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Arbeitsplatzliste. Dorfbewohner. Beliebtheit, Produktivität. Das ist auch neu irgendwie. Okay, das hier ist sehr beliebt, verstehe ich. Das hier ist auch sehr beliebt. Okay. Was haben wir hier? Fruchtbarkeit. Sehr viel fruchtbares Gebiet. Ja, klar. Und Eisenerz ist dann hier. Ja, gut. Kriegen wir hin. Wo war denn jetzt diese blöde Warenliste? Nee, Arbeitsplatzliste war es nicht. Oh Mann. Das ist echt schlimm. Oh, eine Kirche. Ah, hier ist die Warenliste. Okay, wie viel haben wir denn momentan an Steinen? Wir haben zu wenig. Definitiv. Okay, also hier können wir dann auch nochmal einen Steinmetz hinballern.
Steinmetzhütte. Oh, die zieht dann auch die Beliebtheit der Umgebung mal ordentlich in den Keller. Aber Leute, so ist das nun mal, wenn man hier in der Produktivitätszone lebt. Ihr dürft nicht erwarten, dass es hier besonders schön wird. Okay. Ja. Okay, und hier drüben könnten wir rein theoretisch auch nochmal einen Steinbruch hinsetzen. Und zwar so, dass er hier die Umgebung nicht versaut. Ja, ich denke, das geht aber so. Oh, nee, geht nicht. Shit. Ah, wie mache ich das denn am gescheitesten? Oh, der versaut uns hier ganz schön die Umgebung. Wobei, es sind jetzt nicht so viele Häuser. Es sind nur zwei. Und dann werden wir einfach ein bisschen Deko hier hinten dran setzen. Dann passt das schon wieder. So. Aber das heißt, wir brauchen auch ein paar neue Bürger. Die dürfen ja hier dann einwandern. Passt schon. Also zumindest das haben wir nicht als Problem. So. Dich machen wir ein bisschen schneller. Von zwei vorbeilaufenden Passanten dürfen jetzt hier auch zwei wieder ackern. Okay. So, hier dürfen dann auch Steine rein. Was haben wir denn noch an Produzenten hier? Schmuck könnte ich irgendwann auch herstellen. Okay, cool. Kohle, Eisenerz, ja. Ich könnte mal anfangen, ein paar lustige Schwerter zu erhandeln. So, gucken wir doch mal. Es fehlen nämlich noch Schwerter. Mal gucken, ob ich die überhaupt irgendwo kaufen kann. Kann ich hier... für 50, okay. So, Handelswaren. Dann werde ich mir mal Schwerter kaufen. Oh, bis zu dem Wert. Habe ich denn Schwerter auf Vorrat? Wo sind denn hier Schwerter? Nee, haben wir nicht. Okay. Aber wir haben wahrscheinlich auch keinen Platz für die Dinger gehabt. Das kann gut sein, dass hier einfach kein Platz für Schwerter war, ja. Jetzt müssen wir erstmal welche einkaufen. Nämlich hier rein. Und hier darf dann auch der Händler dann hinkommen. Bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte gerne Schwerter kaufen. Das Problem aber dann dazu führt, dass wir hier keine Schwerter einkaufen können, weil wir keinen Platz haben dafür. So, jetzt haben wir... Oh, wir haben immerhin ein Schwert. Okay, wo kommt das denn jetzt her? Irgendwo war wohl eins. Rumliegend. So, dann können wir gleich bei der Soldatenausbildung dem Nächsten eine Waffe geben. Hier. Oh, jetzt haben wir kein Schwert mehr. Okay. Wieso sind die jetzt Tybalt und Kate sind irgendwie nicht fertig? Finde ich jetzt irgendwie etwas irritierend. Aber okay. Dieses System ist komisch. Das Wetter ist immer noch schlecht. Also irgendwann wäre doch mal schön, wenn wir wieder schönes Wetter hätten. So ein bisschen Sonne und so. Also wenn ich mir überlege, dass wir zwischendrin schon zweimal ordentlich Weizen geerntet haben. Zweimal jahreszeitenmäßig. Boah. Alles nicht so schön. Wochenlang Regen, das würde mich auch deprimieren irgendwann. Aber zumindest ist uns noch niemand verhungert. Und wir haben genügend alternativ produziertes Essen. Okay, jetzt hauen sie hier den nächsten Kram raus. Hier auch, okay. Also alle brav am Arbeiten. Und wir brauchen noch Stoff. Haben wir keinen Stoff auf Vorrat? Kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen. Haben wir gar keinen? Okay. Haben wir hier irgendwie eine Stoff-Shortage oder was? Zu wenig Schafe? Hier ist Wolle. Ah. Ein Wolle, ein Stoff. Jetzt müsste das hier nur mal irgendwie rumgetragen werden. Leute, wir brauchen Stoff. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Macht ihr nichts oder was? Ne, gerade Pause. Okay, Bedürfnisse erfüllen. Auch Bedürfnisse erfüllen. Okay. Du kannst nicht arbeiten. Ich hole gerade Ressourcen. Okay, du holst wahrscheinlich gerade Stoff. Wo ist er denn, der Richardin? Okay, er holt sich gerade Zeug und bastelt dann gleich mal Klamotten. Also zwei Stoff hat er sich geholt.
Ja gut, das ist ja nicht das Thema. Wo haben wir denn? Haben wir hier irgendwo Stoff drin? Nee. Das hat er sich sicherlich jetzt irgendwo beim Dingens geholt. Irgendwo muss das ja geholt haben. Hm. Das ist jetzt irritierend, weil eigentlich müsste der Stoff ja hierher kommen. Ha. Technik, die begeistert. Ich sehe schon, aber ich werde hier in absehbarer Zeit eine neue Produktionsrichtung brauchen. Oh. Oh, guck mal, das hier geht ja schon ein bisschen voran. Also so richtig brutal fett gemauert wird hier unten auf jeden Fall schon. Das ist, oh, das ist cool. Also ich weiß nicht, ich mag das echt. Ich gucke mir sowas echt super gerne an auf Dauer. Das ist cool. Ich weiß nicht. Deswegen bin ich von Foundation auch der Mega-Fan irgendwie. Weil man dabei zugucken kann, wie Dinge entstehen. So, aber wir haben hier immer noch kein Stoff. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Stoff reintun. Und mal gucken, ob wir den irgendwie erhandeln können. Damit das jetzt nicht ewig dauert. Können wir irgendwo welchen kaufen? Kaufen bis zum Wert, sagen wir mal 5. Das sollte ja reichen. Und dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. Sonst dauert das ja noch Jahrhunderte. Vielleicht kommt ja hier demnächst auch der Händler vorbei. Wir haben jetzt immerhin 2 Schwerter. Okay, kann ich die jetzt den Soldaten in die Hand drücken? Habe ich ein Schwert für dich? Oh ja, das ist cool. Hier, guck mal, du kriegst ein Schwert. Du kriegst auch eins. Wow. Okay. Wir haben einfach nur Waffen gebraucht. Jetzt sind hier auch keine Schwerter mehr. Aber ich werde mal welche auf Vorrat horten. Kann ja nicht schaden. Oder? Oh, ich glaube, ich weiß, wie das läuft. Vielleicht müssen sie einfach eine längere Zeit Soldat sein, um sich zu verbessern. Und wenn sie dann das nächste Level erreichen, dann sind sie wieder auf Level auf nicht ausgebildet und müssen sich dann wieder auf vollständig ausgebildet hocharbeiten oder so. Mal gucken. Oh, jetzt kriegen wir neue Leute rein. Das ist schön. Sehr nice. Okay. Machen wir wieder Schluss hier, sonst werden das zu viele auf einmal. So, Schwerter alle. Stoff sind immerhin 2 da. Okay. Naja gut, es geht hier voran. Also es könnte schlimmer sein. Und ich meine, ach, das sieht doch so toll aus hier. Im Ernst, ich liebe es. Ich stehe da total drauf. Auch wenn jetzt halt gerade das Wetter total kacke ist. Und naja, na, es ist nicht schön so. Es ist einfach nicht schön. Aber wir können zumindest uns mit dem Gedanken trösten, dass die Leute es hier ganz nett finden. Okay, die Einnahmen gehen jetzt auch langsam in den Keller. Dadurch, dass wir Handel treiben. Ist natürlich ein bisschen unerfreulich. Ich guck mal eben, wie voll die... Naja, wir haben hier unglaublich viel Klamotten auf Vorrat. Okay, Fisch ist wieder alle. Schauen wir mal, wie viel Fisch hier reinkommt. Wo haben wir denn den Fisch? Hier unten. Hm, das ist jetzt nicht so viel. 6 Fische werden verkauft. Also verhungern tut jetzt gerade niemand. Die Leute sind glücklich. Die meisten wollen halt einfach nur in die Kirche. Ah, super. Steinmetz. Okay, super. Du darfst hier ran. Zopp. Dann mach du mal ein paar Steine. Und hier brauchen wir eigentlich auch nur einen etwas schneller fertiggestellten Steinbruch, damit wir hier auch ein bisschen Steinnachwuchs kriegen. Steinnachwuchs klingt jetzt auch irgendwie so falsch. Oh mein. Oh, jetzt, die wollen sicher wieder irgendwelches Zeug. Upsa, nicht auf Pause. Gucken wir mal, was sie diesmal wollen. Fische gibt es schon mal gar nicht, Leute. Das könnt ihr euch echt abschminken. Beeren. Oh, wir hätten jetzt sogar Beeren auf Vorrat. Was brauchen wir denn als nächstes hier mal dringend? Wir haben ziemlich wenig Punkte. Okay, gucken wir doch mal. Jagdhütte könnten wir brauchen. Handelsbonus wäre aber auch ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal dem Volk helfen. Oder? Ja, ich nehme mal das Volk hier. So, nimm das mal mit. Steinsets, das ist cool. Oh, Taverne? Geil! Steinset und hier auch nochmal Steinset. Yes! Ullala! Haha! Ist das cool. Taverne. Das ist eh eins meiner Lieblingsgebäude. Insofern passt das schon.
Und hier bräuchte ich Bürger. Steuerbehörde, ja. Man braucht viele Leute, um dann Steuern zu kriegen. Ach, es wird. Das ist schön hier. Jetzt muss ich nur noch am Handelsbonus arbeiten. Oh, das kostet gleich mal 20 von diesen Hämmern. Oi. Das ist natürlich etwas heftig. Naja, gut, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich jetzt aber mal wieder verabschieden, denn... Oh, der gute... Wer ist es denn? Reinaldus? Ja, Reinaldus. Arbeitet hier wieder brav vor sich hin, ackert, damit wir hier am Schluss dann ein Steinbruch kriegen. Und die Kuh guckt ihm so ein bisschen zu. Ah, Baustelle unter verschärften Vorzeichen, denn die Kühe latschen hier jedes Mal quer drüber. Und unsere Soldaten laufen mit ihren Schwertern in der Hand. Junge, so hält man aber kein Schwert, wenn man durch die Stadt läuft oder durchs Dorf. Du könntest Leute verletzen, das ist dir schon klar. Also ich würde mal wetten, das ist einer der noch nicht ausgebildeten Soldaten hier. Ah ja, hat da echt doch keinen Pfeil. Also Junge, du nimmst hier doch alles mit. Echt jetzt. Das geht doch gar nicht. Du kannst doch hier nicht mehr mit deiner Klinge hier durch die Leute durchsensen. Im Ernst. Das ist nicht gesund. Egal. Ich lasse mich hier schon wieder ablenken von irgendwelchen komischen Dingen, die hier passieren. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge und macht's gut bis dahin. Tschüss.